Hallo und herzlich willkommen zum 11. Choice-Webinar heute an einem etwas grauen Novembertag, also vielleicht passend, um sich in der Mittagspause inspirieren zu lassen und mehr über die Klimatransformation zu finden. Wir haben jetzt schon einige Teilnehmerinnen online. Es werden bestimmt noch ein paar dazukommen. Ich fange einfach schon mal mit der Einleitung an und genau, dann können wir alle zusammen starten, sobald Doreen mit dazukommt. Ja, ich stelle mal ganz kurz vor, wie das Webinar heute abläuft. Ihr habt es schon gemerkt, leider seid ihr stumm geschaltet und seht nur mich, ich sehe euch nicht. Das hat aber den Vorteil, dass wir das Ganze aufzeichnen können und dann, wenn alles klappt, euch alsbald zur Verfügung stellen. Und genau, deswegen haben wir diese Webinarform gewählt. Das heißt aber nicht, dass ihr nicht interaktiv mitmachen könnt. Darüber freuen wir uns ganz besonders und vor allem auch unsere Expertin, die heute mit dabei ist. Ihr könnt über die Fragefunktion, die findet ihr unten meistens im Bildschirm, manchmal wird es auch oben angezeigt, könnt ihr jederzeit reinschreiben, ihr könnt euch vorstellen, ihr könnt gegenseitig Fragen stellen, aber ihr könnt besonders auch zum Inhalt, der vorgestellt wird, Fragen stellen. Die zweite Möglichkeit, die wir haben, weil das Webinar immer sehr schnell vorbeigeht, wir bleiben in dem einen Stunde-Rahmen. Ihr habt eine E-Mail erhalten, wo der letzte Link auch geklappt hat. Ich hoffe, das findet ihr alle in der letzten E-Mail. Entschuldigung, wenn da vorher was gefehlt hat. Dort findet ihr den Link für die Slack-Gruppe. Dort könnt ihr beitragen, gerne jetzt schon oder auch nach dem Webinar und euch mit anderen Teilnehmerinnen austauschen. Und genau, da freuen wir uns auf eine rege Diskussion oder auch Hinweise zu weiteren Klimathemen. Da genau, haben wir eine aktive Community jetzt schon, wo wir uns sehr freuen, wenn ihr mit dabei seid. Ja, das ist soweit die Spielregeln für das Webinar. Damit ganz kurz noch zu The Climate Choice. Viele von euch kennen uns bestimmt und haben schon bei anderen Webinaren mitgemacht oder auch beim Online-Summit dieses Jahr. Für ein paar sind wir aber vielleicht noch neu, deswegen ganz kurz dazu. Wir sind eine B2B-Online-Plattform für Best Practices zur Klimatransformation. Das klingt ein wenig sperrig, deswegen hier so ein kurzer Überblick, das ist unsere Homepage. Was ihr hier tun könnt, ist, ihr könnt eine Anfrage senden und zwar dann, wenn ihr Lösungen sucht, um CO2 zu reduzieren, aber auch zu messen und auszugleichen. Und genau, dann machen wir ein Gespräch mit euch aus und helfen euch da, die richtigen Lösungen zu finden und einen Überblick über das ganze Thema zu bekommen. Und ja, das konnten wir diesen Sommer beim Climate Transformation Summit auch schon sozusagen als Eventplattform machen. Daraus ist der Best Practice Guide entstanden. Den könnt ihr euch aktuell auf unserer Homepage auch runterladen. Und dort haben wir ja 50 Lösungsanbieterinnen vorgestellt oder beziehungsweise sie haben sich beim Summit vorgestellt und mit ihnen gemeinsam und den 500 Teilnehmerinnen haben wir die Best Practices und die Key Insights zusammengestellt und euch ja da kostenlos zur Verfügung gestellt. Und damit habt ihr auch schon einen Überblick zu uns bekommen und ab hier soll es ganz um unsere Klimaexpertin heute gehen. Ja, Choice-Webinare sind eine Webinarreihe, wo wir uns immer wieder Expertinnen aus der Klimatransformation einladen. Und wir freuen uns heute ganz besonders, dass Doreen Rietentiet von DIVEA Eco dabei ist. Und ich stelle sie ganz kurz vor, aber sie wird das gleich auch selber tun. Das kann sie ganz bestimmt besser. Aber wir freuen uns, dass Doreen heute hier ist und mit uns darüber spricht, wie man Klimaschutz in die Unternehmenskommunikation integriert. Und vor allem das als ein strategisches Tool, aber auch eins, über das man sich wirklich authentisch darstellen kann und eine echte Beziehung zu seinen Kundinnen und Stakeholdern aufbauen kann. Warum sprechen wir über das Ganze?
ja, jeder, der in einer Firma für Nachhaltigkeit zuständig ist oder mit dem Gedanken spielt, das Ganze weiter auszubauen und an die Öffentlichkeit zu gehen, hat das bestimmt schon erfahren, dass hier viele Ängste um das ganze Thema entstehen können, rund um Greenwashing, aber auch um vielleicht eine stringente Kommunikation und wie man das Ganze eigentlich glaubwürdig aufbaut. Und ja, da hat uns Doreen schon vorab verraten, dass es ihr ganz viel um Ehrlichkeit, Vertrauen und Transparenz geht. Und damit würde ich auch schon mit meiner Einleitung stoppen und mich besonders freuen, wenn Doreen mit dazukommen kann. Sie sollte schon eingeschaltet sein. Ich denke, du kannst dich selber anmuten und die Kamera anmachen. Kamera kann ich nicht anmachen. Ich kann leider nur... Gut, dass du uns schon hörst. Genau, also ich kann leider nicht die Kamera anmachen, aber ich kann, da steht, das kann nur der Host. Jetzt geht's, okay. Sehr gut. Also, herzlich willkommen. Mein Name ist Doreen Tiet. Genau. Dass du da bist. Ja, freue mich. Wir haben ja schon einige Sachen zusammen gemacht. Ich glaube, wir haben auch schon ein Politikseminar gehabt oder Webinar gehabt. Wir haben die Konferenz unterstützt, die ja mega Erfolg war bei euch. Insofern, genau, Nachhaltigkeit und Klimaschutz in der Unternehmenskommunikation. Ich glaube, da kommt keiner mehr dran vorbei. Ich stelle uns auch gleich mal vor, würde dazu meinen Screen teilen, ne, das kann ich sozusagen. Genau, ja. Du hast unten so einen Pfeil, ich höre ja. Dir ganz gebannt im Hintergrund zu. Super, und ich habe das sozusagen ab der aktuellen Folie wiedergeben, wunderbar. So, jetzt haben wir es. Sehr gut. Genau. Okay. Also, ich werde kurz und knapp durch das Thema führen. Wie machen wir das mit Fragen, Laura? Können die Zuschauer zwischendurch Fragen stellen? Moderierst du die dann rein? Also ich habe kein Problem damit, zwischendurch Fragen zu bestimmten Themen, die wir durchgehen, zu beantworten. Ja, normalerweise machen wir es, dass wir sie ein bisschen sammeln, weil manchmal wiederholen sich Fragen und dann müssen wir dich nicht die ganze Zeit unterbrechen. Wir haben die auf jeden Fall die ganze Zeit im Blick. Wir schreiben da auch ein bisschen mit rein und sobald ich das Gefühl habe, es bauen sich hier einige auf, dann würde ich meine Kamera wieder anmachen und einmal kurz dazwischen fragen. Also herzlich gerne an alle Zuschauerinnen jederzeit Fragen reinstellen und wir beantworten sie alsbald. Und spätestens am Ende in den letzten 10, 15 Minuten. Passt, perfekt. Ich würde auch gleich gerne mal damit anfangen, einmal kurz in die Runde zu fragen mit der Umfrage. Ich glaube, Laura, die hast du bei dir auf dem Zoom drin schon vorbereitet. Wie aktiv wird denn Klimaschutz gerade bei euch gelebt? Das interessiert mich einfach mal, genau, wie da die Resonanz jetzt ist. Wow, prominent geht sehr. Stark nach oben. Wow. Okay. Ich weiß nicht, sehen alle die Ergebnisse, Laura? Ich glaube, wir müssen sie einmal vorlesen. Ich werde die Umfrage jetzt beenden. Also noch die letzten Unentschlossenen. Ihr könnt noch mal draufklicken. Und jetzt beende ich das Ganze. Und jetzt kann ich die Resultate für alle sichtbar anzeigen. Okay, das heißt, 56% von euch sagen, dass es schon sehr prominent gelebt wird. Das heißt, ihr wollt wahrscheinlich nur wissen, wie man es dann kommuniziert. Also was wir in diesem Webinar nicht machen werden, ist eine PR-Strategie vorgeben. Aber wir werden zumindest, wir gehen eher auf die Bedeutung ein, warum es wichtig ist. Also die, die es schon machen, müssen mal schauen, wie wir euch jetzt hier abdecken. Bei denen es keine Rolle spielt und vor allem bei denen, das sind immerhin auch noch 27% oder wo es zum Teil berücksichtigt wird, mit 15% Antworten hier, da werden wir auf jeden Fall viele Antworten haben. So, dann starte ich aber auch schon mal ganz kurz, bevor wir dann tief reingehen, stelle ich uns noch mal vor. Wir sind eine 360-Grad-Agentur für Cleantech, aber auch andere Technologien, haben viel mit der Digitalisierung zu tun, kommen aus dem Klima-, Umwelt-, Energiebereich, arbeiten mittlerweile aber auch mit vielen anderen Tech-Unternehmen. Hier mal eine ganz kurze Auflistung an Unternehmen, mit denen wir zum Beispiel arbeiten. Decken sozusagen drei Hauptpfeiler ab in unserer Beratung. Das ist einmal die Public Relations und das Marketing, als auch aber Strategieberatung, Politik
Dann auch natürlich mit Stakeholder Management. Das sind so die drei Pfeiler. Wir arbeiten von großen Venture Capitals bis hin zu Startups mit allen Unternehmen. Und was bei uns wichtig ist, ist halt, dass das Geschäftsmodell ein nachhaltiges ist. Die Kommunikation muss noch nicht nachhaltig sein. Da helfen wir dann in der Regel. Aber das Geschäftsmodell muss zumindest nachhaltig sein. Genau. Hier nochmal ganz kurz in der Übersicht, alle, die aus dem PR-Bereich kommen oder schon mal damit was zu tun hatten oder mit Agenturen arbeiten, wissen, wir decken eigentlich die gesamte Bandbreite ab. Unser Schwerpunkt ist natürlich Strategie als auch Content. Wir sind sehr stark in der Platzierung. Wir arbeiten auch weltweit. Das sind nur einige minimale Beispiele hier, die wir platzieren. Also schon global unterwegs auch. Eine und ganz kleine Störung, Doreen. Ja? Ich glaube, du hast ein Papier oder den Finger oder so beim Mikrofon am Computer. Das raschelt man. Oh, okay. Das war ein kleiner Tipp. Aber ich höre dir weiter gespannt zu. Genau, also es sind jetzt nur einige Beispiele. Ich speede da jetzt auch mal durch. Wir selber organisieren auch Events rund um die um Klimaschutz, Umweltschutz, Digitalisierung und so weiter, haben viele nachhaltige Startup-Events mit auf die Beine gestellt, wie zum Beispiel auch den DENA Set Award. Wir haben beim Berlin Energy Transition Dialog haben wir ein eigenes Event, haben den Green Alley Award mit initiiert. Also machen viele Sachen, haben schon viel Erfahrung auch in dem Bereich. Und worin wir auch besonders stark sind, ist natürlich auch in der Etablierung von Initiativen. Wir haben die Leaders for Climate Action mit auf die Beine gestellt. Der eine oder andere von euch kennt die. Ist eine Zusammenschluss von Unternehmen, vor allem aus dem Digitalbereich, aber auch Venture Capitals, die sozusagen für Klimaschutz eintreten. Da kann ich auch später gerne nochmal drauf zurückkommen. Wie hat das Ganze gestartet? Ganz klassisch, gab Unternehmer, die gesagt haben, das ist mir wichtig. Ja? Und in der Regel ist es dann auch so, dass Unternehmen, die jetzt schon extrem gut nachhaltig aufgestellt sind oder die sozusagen, selbst wenn sie ein Online-Gaming-Unternehmen sind, ja, aber denen der Klimaschutz wichtig ist, in der Regel kommt das von top-down, also in der Regel von der Geschäftsführung. Es ist selten so, dass es von unten hochkommt, aber denen war es wichtig. Die haben sich hier positioniert und haben angefangen, sozusagen gemeinsam das Thema anzugehen. Wir haben außerdem noch einen Think Tank, die Energy Watch Group, wo wir mit weltweit mit Wissenschaftlern und Parlamentariern zusammenarbeiten, Länder oder auch Regionen beraten in der Umsetzung von 100% Strategien. Genau, und sind ansonsten auch noch in vielen anderen Initiativen unterwegs und haben zum Beispiel auch Entrepreneurs for Future mit auf die Beine gestellt und vieles andere. Das nur ein kleiner Ausblick von dem, was wir machen. So, dann kommen wir aber auch schon zum eigentlichen Thema. Was ist eigentlich Klimaschutz in der Unternehmenskommunikation? Viele kennen ja die Begriffe CSR, Social, Corporate Social Responsibility. Viele kennen die Begriffe Nachhaltigkeitskommunikation, da gibt es Klimaschutzkommunikation und so weiter. Am Ende ist alles ein Teil der Unternehmenskommunikation. Problem ist, dass Corporate Social Responsibility mittlerweile nicht mehr den besten Ruf hat oder auch noch nie hatte wahrscheinlich, weil es eigentlich immer so nice to have war, nicht wirklich gemessen wurde, auch nicht gemessen werden konnte. Es gab dann diese CSR-Reports bei vielen Unternehmen, aber die haben nicht den besten Ruf, auch vor allem auch nicht in der Presse. Da wird immer ganz viel Arbeit reingesteckt und am Ende liest es keiner, weil viele das nicht mehr glauben. Ja, auch zum Thema Greenwashing. Nachhaltigkeitskommunikation ist schon mal ein Ticken anders gelagert, weil es öffentlich auch gefordert wird. Ja, es wird von den Kunden, von den Endkunden, von den Mitarbeitern. Dieses Thema Nachhaltigkeit spielt schon eine größere Rolle. Natürlich nicht nur im ökologischen, aber auch vor allem im sozialen Bereich. Also das Thema ist etwas, was schon etwas auch aufgrund von Standards, die gesetzt wurden und auch immer noch werden, ein etwas höheres Rating hat in den Unternehmen. Aber auch da gibt es leider immer noch ein bisschen Greenwashing, da gehen wir später nochmal drauf ein. Und dann gibt es die Klimaschutzkommunikation. Über die reden wir heute jetzt nicht im Detail, aber die Klimaschutzkommunikation als solches
ist sehr wissenschaftlich basiert, wird auch viel von NGOs und Stiftungen und so weiter genutzt. Das ist natürlich eine rein faktenbasierte Kommunikation. So, das machen die wenigsten Unternehmen. Das heißt, am Ende, ja, ist es eigentlich total egal, wie was genannt wird. Am Ende ist wichtig, dass das Unternehmen ehrlich, transparent und authentisch seine Aktivitäten kommuniziert. Warum es wichtig ist, darüber reden wir gleich. Für wen es wichtig ist und wie man das macht, kommt dann auch. Aber erstmal vorneweg, es geht hier nicht darum, um irgendwelche Begriffe zu setzen. Es geht nicht darum, jetzt zu sagen, wir wollen die beste Nachhaltigkeitskommunikation oder die beste Social Responsibility Kommunikation fahren, sondern es geht wirklich darum, wie baue ich einfach diese Themen, die in der Gesellschaft, bei den Mitarbeitern, bei den Kunden wichtig sind, wie baue ich das ein? Das Ganze muss keinen Namen haben, das kann einfach Teil der Unternehmenskommunikation sein. Und warum? Weil es geht am Ende geht es um Credibility. Ja, viele Unternehmen machen punktuell ein bisschen, nehmen den Klimaschutz mit auf in Press-Releases oder Pressemitteilungen oder in irgendwelchen Marketings, Social-Media-Aktionen. Aber in der Regel ist das nicht dauerhaft verankert. Und genau das muss es sein. Es muss im Mindset der Geschäftsführung und auch der Unternehmensstrategie wirklich festgelegt sein, Ziele, Umsetzungen. Und erst dann kann man im Endeffekt über die Kommunikation nachdenken. Jetzt kommt schon mal unsere zweite Umfrage kurz, bevor wir weitermachen. Was uns interessiert, warum beschäftigt ihr euch mit Klimaschutz in der Kommunikation? Okay, Lara, ich glaube, haben wir jetzt? Genau, also warum? Sehr eng beieinander. 63% von euch ist es persönlich wichtig. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Aber 71%, für dieses, da ist es fürs Unternehmen wichtig. Also sprich, um Kunden zu binden, um Mitarbeiter zu binden, um das Geschäftsmodell erfolgreich weiterlaufen zu lassen oder aufzusetzen, je nachdem. Das heißt, es ist kritisch am Ende für das Geschäftsmodell und das Unternehmen. Und genau das ist es auch am Ende. Denn Klimaschutz, ich muss mal hier einen Screen wegmachen, sonst sehe ich das selber nicht. Denn Klimaschutz hat nicht nur einen Einfluss auf die Leute in Kalifornien und Australien, die sozusagen unter den ganzen Bränden leiden, sondern am Ende hat es einen mega Einfluss auf jedes Unternehmen, auf die gesamte Wirtschaft und auch auf die gesamte Gesellschaft. Wir haben einfach andere Wetterbedingungen. Dadurch ändert sich auch das Verhältnis oder auch die Infrastrukturen. Ich meine jetzt, ja, Corona hat jetzt vielleicht bedingt was mit dem Klimawandel zu tun. Gibt auch Verbindungen dorthin. Aber zumindest merken wir jetzt auch, wie sich die gesamte Infrastruktur ändert. Und das wird sich auch noch weiterhin ändern, vor allem durch die Wetterbedingungen, die sich auch weltweit ändern werden. Es werden Ressourcen, wird einen Einfluss haben auf unsere Geschäftsmodelle. Die Nachfragen verändern sich. Ich erinnere jetzt auch nur an die Mobilität. Ja, die jungen Generationen, die wollen alle kein Auto mehr haben. Sie wollen nachhaltige Mobilität, Shared-Modelle und so weiter. Ändert sich gravierend. Und da merken wir ja auch, wie die Geschäftsmodelle da ein bisschen hinterherhaken. Ich sage nur in Lachen auch Ladeinfrastruktur. Die Vorschriften ändern sich. Es wird CO2-Preise geben, die werden immer höher. Ja, auch da großer Einfluss aufs Geschäftsmodell. Und nicht nur der Druck aus der Öffentlichkeit, also sprich Fridays, Kunden und so weiter, aber auch der Peer Pressure, weil es wird immer einen Wettbewerber geben, der sozusagen sich ändert und diesen Change durchmacht und sagt, nee, ich stelle mein gesamtes Geschäftsmodell jetzt nachhaltig auf und ich integriere auch das Thema Klimaschutz und ich habe da eine Haltung. Und insofern, diese Peer-Pressure wird immer größer. Das findet vor allem gerade auch im Investorenbereich statt. Ja, bei den Venture Capitals gibt es zunehmend Ventures, die sagen, nee, wir investieren nur noch in nachhaltige Geschäftsmodelle. Und dann werden die sozusagen hinten anstehen, die es nicht tun.
ich komme nicht mehr weiter in meinem, jetzt. Wenn es das Problem oder viele Mitarbeiter, ja, im PR-Marketing oder auch in der Produktion oder im Business Development sagen, ja, es ist mir wichtig, aber wie bringe ich das meiner Geschäftsführung bei? Ja? Oder beziehungsweise, ah, meiner Geschäftsführung ist es nicht so wichtig. Wie kriege ich das Thema sozusagen mehr integriert, mehr gelebt auch bei mir im Unternehmen? So, und dann gibt es einfach ganz simple Argumente dafür. Wenn diese Haltung nicht da ist und diese Klimaschutzmaßnahmen, die man sich vielleicht auch vorgenommen hat, nicht umgesetzt werden oder nur halbherzig, ja, oder man das nur kommuniziert, aber eigentlich nicht wirklich was macht, dann schadet es am Ende der Reputation, ganz klar. Und andersrum, wenn ich es konsequent kommuniziere und konsequent auch umsetze, dann ist es natürlich von Vorteil, auch was den USP angeht, was die Positionierung des Unternehmens grundsätzlich im Markt angeht. So, und je eher ich das mache, umso besser, weil dann habe ich auch einen Vorteil gegenüber meinen Wettbewerbern. Es stärkt logischerweise auch das Vertrauen. Und was ganz wichtig ist, wovor viele Angst haben, also viele Unternehmen, mit denen wir in Kontakt treten, haben Angst davor zu sagen, ah, ich positioniere mich damit oder ich will das nicht so auf Social Media kommunizieren, weil sie Angst haben, dass sie dann auch kritische Bemerkungen oder Anmerkungen bekommen. Aber genau davor darf man keine Angst haben, weil die muss man sich so oder so stellen. Das heißt, es ist eigentlich besser zu wissen, was die Kunden, Mitarbeiter, wer auch immer, über bestimmte Aktionen denken und die dann proaktiv angehen, weil das wiederum Vertrauen stärkt am Ende, als wenn man aus Angst sagt, nee, ich kommuniziere das lieber nicht und es fällt mir auf die Füße und ach, ich will hier eigentlich keinen Dialog. Und im Zweifelsfall besser, einmal mehr proaktiv rauszugehen, als nur reaktiv zu sein. Mittelfristig und langfristig auf jeden Fall für die Marke des Unternehmens ein Vorteil. Genau, die Außendarstellung generell kann gewahrt werden, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und auch wenn man das grundsätzlich proaktiv angeht. Ja, also nicht jedes Unternehmen hat ein Geschäftsmodell, was per se auf Nachhaltigkeit aus ist. Ich nehme einfach mal wieder das Beispiel eines Gaming-Online-Portals. Das ist per se nichts Nachhaltiges, aber wenn die kommunizieren oder das Unternehmen kommuniziert, hey, das ist uns wichtig, ja, und Aktionen fahren, das und das können die Nutzer tun oder ja, wir haben unsere Energieversorgung umgestellt auf Erneuerbare und ja, bestimmte kleine Schritte einfach tun, aber das Kommunizieren an ihre Kunden, an die Nutzer des Online-Gaming-Portals zum Beispiel, dann nehmen die Nutzer das ja wahr und sie werden auch angeregt, mehr zu machen. Das heißt, dieser Effekt, dass es eine gemeinschaftliche Aufgabe ist, ist da und damit auch das Vertrauen und auch im Vergleich dann vielleicht zu anderen Gaming-Portalen, die sowas überhaupt nicht kommunizieren, ist dann vielleicht auch für den Nutzer einfach nochmal ein Grund zu sagen, nö, dann bleibe ich bei dem Gaming-Portal, weil nicht nur ein cooles Online-Spiel, sondern hey, die machen auch was und die stehen zum Thema, was ja vor allem bei jungen Menschen nicht ganz unwichtig ist. Genau, und dann, was ich auch schon mal angeregt hatte erwähnt hatte, ist die Gewinnung von Investoren. Mehr und mehr Investoren, mehr und mehr Venture Capitals setzen auf das Thema Klimaschutz. Sie packen Klauseln in ihre Verträge mit Startups rein. Insofern ist es immer besser, das Thema gleich von Anfang an anzugehen, sich zu positionieren und zu sagen, was man davon hält und wie man das lebt im Endeffekt im Unternehmen. Genau, also Doreen, so, wie richtig da zu unterbrechen, aber du hast gesagt, du wünschst dir die Fragen schon zwischendurch und da hat im Chat gerade schon Michael noch zur letzten Slide gefragt, aus welcher Abteilung oder welchen Teams erfahrungsgemäß das Thema nachhaltige Kommunikation am meisten nach vorne gebracht wird, außerhalb von Marketing und PR. Wer wünscht sich das vielleicht im Unternehmen noch? Wen könnte man vielleicht auch zu seinen Verbündeten machen? Das höre ich so ein bisschen raus. Und die zweite Frage ist, wie man speziell auf die Generation Z eingeht eventuell. Genau, also das erste ist, wir erleben das ganz oft, dass es aus der Geschäftsführung kommt, also weil die dann auch die Entscheidung treffen, das gesamte Unternehmen umzustellen. Also da geht es dann um
CO2-Kompensation, ja, da geht es dann darum, nicht mehr zu fliegen oder bestimmte Regeln aufzustellen. Es kommt seltener aus den Arbeitsteams, sage ich jetzt mal, sondern wirklich, und je nach der Größe des Unternehmens, kann das auch schon mal direkt unter der Geschäftsführung angedockt sein, aber meistens schon Geschäftsführung. Das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel, das nenne ich jetzt gerne nochmal als Beispiel, bei den Leaders for Climate Action haben wir mittlerweile fast 1000 Unternehmen weltweit, die in dieser Initiative mit drin sind, die das unterstützen. Das hat nicht, also mit einem reinen Post auf Social und ein bisschen Marketing von der Initiative funktioniert das nicht. Das hat deshalb funktioniert, weil am Anfang, ich weiß gar nicht, wie viel wir waren, 10, 20 Unternehmen mehr, also wirklich auch Gründer, sich zusammengetan haben. Ich glaube, wir haben es erst kommuniziert, als wir dann 100 waren, aber das war so, hey, mir reicht's, ich will was machen, ich will nicht mehr zugucken, ich will was können wir machen, lass uns mal zusammen telefonieren. Und dann war das sozusagen so ein Trigger-Effekt, ne? Also es waren mehr Unternehmer, die sich sozusagen dann zusammengetan haben und gesagt, wir müssen was machen. Und das ist dann so ein Peer-to-Peer und also auf Augenhöhe-Level, ne? Das heißt, dann wollen andere Geschäftsführer dann auch mitmachen, weil sie sehen, ah, der macht das. Mittlerweile ist es allerdings so, dass das so eine Größe angenommen hat, dass es auch aus den Marketingabteilungen kommt, ne? Also dass dann bestimmte Leute das sehen auf Social Media und sagen, hey, wie kann man bei euch mitmachen? Wir wollen das auch. Uns anfragen, wie der Pledge aussieht und es dann hochgeben in die Geschäftsführung und sich dann in der Regel aber wieder, um den Pledge dann umzusetzen, jemand aus dem Unternehmen meldet, nicht die Geschäftsführung. Im besten Fall haben die dann einen Klimaschutzbeauftragten. Aber das passiert immer erst dann, wenn sie eigentlich sich erstmal muss man sich mit dem Thema beschäftigen und dann irgendwann kommt dann auch der Klimaschutzbeauftragte. Super, also man sollte die Geschäftsführung möglichst schnell mit einbeziehen. Und die zweite Frage, weil ich sie kurz genannt hatte, Generation Z, wie kann man sie mit einbeziehen oder spielt es verstärkt eine Rolle aktuell in der Kommunikation? Es kommt aufs Geschäftsmodell mit an, ne? Also wenn das Geschäftsmodell natürlich auf die Gen X ausgerichtet ist, sollte man relativ zügig sich damit beschäftigen. Ansonsten ist es natürlich immer ein Thema der Mitarbeiter und allein, also abgesehen von irgendwelchen Kunden und Geschäftsmodellen, sollte das allein schon der Grund sein, warum man sich als Unternehmen jetzt entscheidet, eine Haltung zu haben. Ja, es ist überhaupt kein Problem zu sagen, ich habe mich damit bisher noch nicht beschäftigt, ich tue das jetzt und so ist meine Position. Und das haben wir vor. Ja? Kein Unternehmen ist perfekt, kein Unternehmen hat die perfekte Strategie und nicht jeder stellt Solarzellen her, dass er per se nachhaltig ist. Ja? Das heißt, man muss sich aber mit dem Thema beschäftigen. Wenn es nicht auf der Geschäftsführerebene ist, dann empfehlen wir immer, das in irgendeiner Form denen näher zu bringen. Also da stecken wir dann, das können wir dann nur im Einzelfall mitentscheiden und mithelfen, weil wir sozusagen nicht in jedem Unternehmen drinstecken und jedes Unternehmen tickt anders. Aber die Argumente, die ich vorher gebracht habe, der Fakt, dass junge Unternehmen, die eigentlich generationsübergreifend, sage ich mal, jeder ab 40 und runter möchte sozusagen in einem Unternehmen arbeiten, was eine Haltung hat. Ja, er möchte einfach wissen, woran ist er. Und wenn das Unternehmen bislang noch nichts gemacht hat in den Sachen CO2-Kompensation, ist okay, aber zumindest muss ein Plan da sein. Ja, und wenn ein Unternehmen sagt, hey, ist mir wie ExxonMobil, ist mir scheißegal, ich blase einfach weiterhin CO2 in die Luft bis zum Gecko, solange wie ich irgendwie meinen Profit maximieren kann, dann ist das eine Ansage, dann kann man da erstmal nicht viel machen, aber dann ist es auch eine ganz klare Positionierung des Unternehmens und für Mitarbeiter natürlich auch eine klare Message, zu sagen, will ich das oder will ich das nicht? Okay, danke. Dann lasse ich dich nochmal weiter vortragen. Wenn weitere Fragen entstehen, ich sammle sie nochmal ein bisschen, damit wir Doreen nicht die ganze Zeit unterbrechen und höre weiter zu und bin sehr gespannt. Okay, genau. Also wir hatten ja gerade das Thema Z. das können wir, glaube ich, jetzt auch überspringen. Da hatte ich jetzt auch nochmal gleich eine kurze Nachfrage in die Runde, nämlich genau zu dem Thema, was wir gerade besprochen hatten. Wer ist denn eigentlich für das Thema Klimaschutz aktuell in den Unternehmen, wo ihr arbeitet, zuständig?
Das, was ich vermutet hatte, also ich finde es schon mal sehr beeindruckend, dass es ein paar Klimaschutzbeauftragte gibt. Finde ich super, finde ich richtig klasse. Gut, Marketing, aber das ist ja eher weniger jetzt hier mit 15%. Top Runner ist keiner. das muss geändert werden. Und dann fast 30% ist die Geschäftsführung oder hat die Geschäftsführung angegeben, was im Prinzip das widerspiegelt, was wir auch mitbekommen aus den Unternehmen. Also entweder niemand oder die Geschäftsführung. Im seltenen Falle dann gibt es einen Klimaschutzbeauftragten. Okay, gut. Was heißt das aber im Endeffekt? Für wen brauche ich das? Hatten wir gerade auch schon angeschnitten. Ich brauche es vor allem für auch Mitarbeiter, weil ein Unternehmen lebt oder ist nur so erfolgreich, wie auch sein Team erfolgreich ist. Und wenn ich die guten Mitarbeiter nicht bekomme, weil die nämlich darauf achten, für wen sie arbeiten und denen die Values und die Werte des Unternehmens, die Haltung und die Position wichtig ist und ich aber keine habe, dann habe ich ein Problem irgendwann. Dann habe ich nicht nur ein Problem als ja, mit meinem Employer Branding, dann habe ich grundsätzlich ein Problem, mein Geschäftsmodell sozusagen langfristig erfolgreich fortzuführen, weil ich einfach die guten Mitarbeiter nicht habe. Also so simpel ist es am Ende. Extern natürlich, und das ist der Geschäftsführung natürlich viel wichtiger ganz oft, Kunden, Stakeholder, Öffentlichkeit, ja, also es ist die gesamte Bandbreite. Und da muss man, ich glaube, die Studie kam dieses Jahr rauf, das ist jetzt ein bisschen auf Nachhaltigkeit bezogen, aber bezieht natürlich auch Klimaschutz mit ein, mehr als die Hälfte immerhin achten schon darauf, wenn sie etwas kaufen, ist es nachhaltig produziert, ja, CO2-Fußabdruck und so weiter. Und die Zahl, bin ich mir ganz sicher, geht nach oben. Es wird immer eine gewisse Masse geben, die darauf nicht achten kann, weil sie natürlich nicht die finanziellen Mittel hat, aber das ist ein Thema, worauf ich jetzt heute hier nicht eingehe, aber sagen wir es mal so, der Trend ist steigend. Und insofern ist es wichtig und es kann einfach, wenn keiner dafür zuständig ist in Unternehmen, dann muss man das schnell ändern. Allein die Gründe, ja, gute Mitarbeiter, Geschäftsmodell behalten, Kunden behalten, ja, wettbewerbsfähig bleiben, international als auch national, sind Gründe genug, um zu sagen, ich nehme mich dem Thema an. Weil ich brauche nur eine Zeitung aufschlagen oder online schauen oder ja, Spiegel hat eine eigene Rubrik mittlerweile für das Thema Klimaschutz. Insofern, es ist wichtig, wenn es nicht auf der Agenda ist, auf die Agenda heben. Und wie gesagt, die Argumente auch vorne in der Präsentation auch hier sind einfach mehr als genug. Die Frage ist, wie mache ich das? So, wenn ich natürlich ein Geschäftsmodell habe, ich nenne es einfach nochmal und produziere Solarzellen, ja, auch das ist nicht per se immer nur nachhaltig, da kommt es auch ein bisschen auf den Fußabdruck an, den CO2-Fußabdruck an, aber die meisten haben ja nicht, produzieren ja jetzt nicht im Bereich der erneuerbaren Energien oder im Bereich der Kreislaufwirtschaft was, sondern ganz banale Sachen, die nicht per se nachhaltig sind. Aber auch da gibt es ganz verschiedene Dinge und das kann ich jetzt ein bisschen schwierig machen, weil jeder hat ein anderes Geschäftsmodell. Dinge, die ich unternehmen kann als Unternehmen oder in meinem Bereich, um das Ganze etwas nachhaltiger aufzusetzen, beziehungsweise ich kann auf jeden Fall Haltung beziehen und diese Haltung auch kommunizieren. Ja, und das Allerwichtigste, und sind vielleicht auch ein paar Kommunikatoren hier im Webinar mit drin, das gilt eigentlich für jegliche Kommunikation. Ja, das hat jetzt auch wenig dann nur mit Klimaschutz zu tun, aber es muss glaubwürdig sein. Es muss authentisch sein. Ja, es bringt nichts, einen CEO hinzustellen, zu sagen, hey, Vattenfall, sage ich nur, wir waren schon immer grün und wir versorgen alle Berliner und Brandenburger mit grünem Strom. Ja, das ist total unglaubwürdig, weil wir genau wissen, dass sie 60 Jahre lang Kohle in die Luft gejagt haben oder CO2 in die Luft gejagt haben. Sondern es muss wirklich authentisch sein. Und diese Dialogbereitschaft muss da sein, wo man muss auch in der Lage sein, Kritik einstecken zu können oder sozusagen auch vorbereitet sein. Das hängt natürlich viel von den Kommunikatoren dann auch ab, wie man sich darauf vorbereitet. Und es ist nichts, was über Nacht passiert. Ja, einfach zu denken, ich gehe morgen raus mit einem Tweet und sage, hey,
Wir haben uns vorgenommen, bis zum Jahr 2025 CO2-neutral zu sein oder auf 100% erneuerbare Energien zu setzen. Ist nice, aber damit habe ich noch lange nicht eine Position bezogen. Ja? Das muss ich permanent, regelmäßig mit Kommentaren, da gehen wir später noch drauf ein, ein paar Maßnahmen, das muss ich wirklich permanent machen. Hier sind mal so ein paar Fragen zum, einfach nur als Anstoß für Sie, wie man das im Unternehmen einfach auch mal in Frage stellen kann. Ja, was, das kann ich jetzt für Sie nicht alle beantworten, aber das können Sie sich ja mitnehmen. Was leisten wir? Was können wir leisten? Das hat alles mit der Strategie zu tun natürlich, die man erstellt. Aber erstmal, was wichtig dafür ist, ist die Ist-Analyse. Ja? Wo stehen wir aktuell? Und dann sozusagen diesen nächsten Schritt hier. Wo wollen wir hin? Wie wollen wir uns positionieren? Ja, was sind unsere Ziele? Was genau wollen wir davon kommunizieren? Wenn ich nicht weiß, wie ich Sustainability Goals inkorporiere in mein, oder einfließen lasse in mein Unternehmen, dann schaue ich mir entweder andere Unternehmen an oder ich schaue mir einfach mal die Sustainability Goals der UN an. Ja, das ist viele Unternehmen, mit denen wir arbeiten, die haben sich diese die Sustainable Development Goals genommen von der UN und haben die 1:1 integriert und sozusagen geschaut, wie Sie als Unternehmen dazu einen Beitrag leisten können. Das ist eigentlich ein guter Start. Ja? Und dann findet man ja auch Lösungen, wie zum Beispiel Climate Choice dann auch anbietet, wenn man dann wissen will, wie man das konkret sozusagen umsetzt oder was man dazu braucht. Ja, Ladestation, 100% Erneuerbare und so weiter. Da gibt es ja die verschiedensten Geschäftsmodelle. Genau, und dann, was ganz wichtig ist am Ende natürlich, das Reporting und das Monitoring. Irgendeiner muss es monitoren. So, ist natürlich schwer zu sagen, weil Marketing hat man eh genug zu tun in der Kommunikation. Das macht einfach mal Marketing Kommunikation. Und deswegen schlagen wir immer vor, macht jemanden verantwortlich als Klimaschutzbeauftragten. Das muss niemand 100% machen, aber das kann Assistenz des Vorstandes oder Geschäftsführung sein, die das Thema mit auf der Agenda hat. Und auch regelmäßig kontrolliert und sozusagen sich dann mit der Kommunikation und dem Marketingbereich abstimmt, wie man das Ganze dann nach außen bringt. Hier einfach nur mal ein paar Beispiele, wie man es machen kann. Nicht zu ernst bleiben bei dem Thema, man kann vieles toll visualisieren, kurze Videos, Infografiken, ja, solange es regelmäßig auch ist. Content, ganz wichtig, regelmäßig guten, authentischen, eigenen Content rausbringen. Ja, keine Pressemitteilungen, keine Marketingtexte, sondern wirklich eher Kommentare oder wirklich einen persönlichen Artikel auch mal schreiben für den Vorstand. Gerne auch sich politisch positionieren. Ja, es ist, man wird authentischer, wenn man eine Position, eine Haltung hat. Das wird es glaubwürdiger, sympathischer, und bringt natürlich dem Unternehmen langfristig mehr als irgendein Greenwashing. Auch wichtig, Partnerschaften. Ich sage nur auch, alle Initiativen, die wir hier, die ich vorhin kurz mal vorgestellt habe, sei es die Entrepreneurs for Future, schauen sich die an, wenn das relevant ist, sich gerne dort auch engagieren. Das ist natürlich gerade für regionale oder für bestimmte Regionen super, ja, dass man sich sozusagen vor Ort auch verbindet und guckt, wie macht es der andere, voneinander lernt, beziehungsweise sich austauscht, schaut, was kann man noch mehr machen. Und am Ende ist es auch für das Standing des Unternehmens und die Reputation in der eigenen Region natürlich super. Leaders for Climate Action ist noch eine andere Option. Also es gibt ganz viele Initiativen, sonst mich auch gerne mal fragen, wenn man nicht weiß, was in für Sie in Frage kommt, dem man beitreten kann und sich sozusagen auch ein bisschen Know-how abholen kann, um seine eigene Strategie richtig hinzukriegen und dann auch gut zu kommunizieren. Die Chancen haben wir jetzt mehrfach, glaube ich, kommuniziert. Das überspringe ich mal, auch angesichts der Zeit. Ich glaube, das ist jedem klar. Ich gehe vielleicht noch mal ganz kurz auf die Risiken drauf an. Ja, auch permanent schon heute gesagt, es muss glaubwürdig sein. Nichts kommunizieren, was nicht stimmt, was einem keiner abnimmt. Das gibt einen Shitstorm, ja, auch ganz klar. Natürlich sind gerade die großen Ölkonzerne da vorneweg
mit dem Greenwashing aktuell. Also das ist ein Shell. Ich habe hier noch das Beispiel von Vattenfall. Aber auch ein Kronbacher, weil ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, ich weiß gar nicht, 2008 war das ja anscheinend, so nach dem Motto, Kronbacher trinken und der Regenwald wird geschützt. Natürlich totaler Quatsch. Ne? Wird auch nicht abgenommen vom Endkunden am Ende und kann eigentlich mehr Schaden anrichten, als es gut ist. So, jetzt kommen wir zu den Best-Practice-Beispielen. Das hätte ich ja gerne mal als Umfrage gemacht, Lara, aber das geht nicht, weil wir so viele gar nicht, da müsste jeder tippen, glaube ich. Ne? Also was mich mal interessiert, ob jemand ein Unternehmen kennt, vielleicht im Chat sonst reinschreiben, Lara, vielleicht kannst du das mal beobachten. Wenn ich sage, welches Unternehmen fällt Ihnen auf Anhieb ein, wo Sie sagen, ja, das steht für Klimaschutz, dem glaube ich, das nehme ich ab. Können die Zuschauerinnen gerne jetzt in den Fragenbereich reinschreiben, wenn da ein Fallbeispiel vorliegt, ein Best Practice, das ihr empfehlen würdet. Bislang haben wir da noch keine drin. Und ich muss mal einmal kurz runterschauen. Jetzt habe ich Wowde, Patagonia, nochmal Wowde, Memo, Waschbär, Wowde. Also Wowde macht einen guten Job. Macht einen guten Job, ja, super. Jeder, Wowde groß geschrieben, Viva Con Aqua. Patagonia, super, Hess Natur, ja, jetzt gibt es einige, Veganz, cool. Lamsbräu, genau, so viel zu. Okay. Ja, stimmt. Okay, also Wowde, Lamsbräu, prima, okay. Gut, ich kriege jetzt hier leider wieder, ich habe immer dieses FAQ vorne, aber habe ich jetzt weg. So, gehen wir mal weiter. Ups, so. Zurück. Ich habe jetzt einfach mal zwei oder drei Beispiele noch mitgebracht. Einmal Flixbus, wo man ja nicht per se denkt, das ist Klimaschutz oder die beschäftigen sich mit Klimaschutz, aber sie tun es. Sie kommunizieren es auch sehr proaktiv. Ja, natürlich können sie nicht auf einmal, und das ist für mich auch ein gutes Beispiel dafür, sie können natürlich nicht auf einmal die komplette Flotte auf E-Busse, gibt es in dem Sinne noch gar nicht, oder Wasserstoff und so weiter umstellen, ja, sondern es ist ein Prozess. Aber sie kommunizieren zumindest diesen Prozess und sie stehen diesem Thema auch offen gegenüber. Sie engagieren sich grundsätzlich auch persönlich, die Gründer für Klimaschutz, werden dafür natürlich auch ab und an mal attackiert, aber sie gehen sehr offen mit der Kommunikation um. Schauen Sie sich das einfach mal an, ist ein gutes Beispiel dafür, wie man, wie gesagt, nicht per se denkt, das ist jetzt ein nachhaltiges Geschäftsmodell, aber dennoch wird mit dem Thema sehr offen und sehr progressiv umgegangen. Und das ist aus meiner Sicht auch ein sehr gutes Beispiel. Dann Einhorn, ich kenne natürlich auch viele von Ihnen. Ich glaube, Einhorn würde auch ohne eine gewisse Position zur Nachhaltigkeit wahrscheinlich aufgrund seiner Lautstärke und Farben und Positionierung gut gekauft werden. Dennoch ist es extrem wichtig für Sie, natürlich, klar, wenn man an die Kundengruppe denkt, auch, aber es ist dieses Add-on, das müssen Sie nicht, machen die anderen ja auch nicht, die anderen Kundenhersteller, aber ist aber auch ein gutes Beispiel nochmal, wie man sich als Unternehmen da auch abgrenzen kann von den Wettbewerbern, ja, also ganz klar durchgestartet und innerhalb kürzester Zeit, warum, weil Sie halt jetzt nicht nur das Klimaschutzthema, auch andere Themen, weil sie die ganz progressiv angegangen sind, ja, weil sie die kommuniziert haben, weil sie auch eine Haltung bezogen haben, weil es ihnen wichtig ist. Ja, und automatisch kommt man damit natürlich auch in die Öffentlichkeit und man wird wahrgenommen. Und dadurch kann man dann auch relativ schnell seine Wettbewerber überholen. Man muss es dann nur leben und dafür einstehen. Also Kommunikation ist eine Sache, aber wie gesagt, die Action muss danach dann auch folgen. Und hat beides gemacht und insofern auch ein gutes Beispiel, um sich das mal anzugucken. Die Telekom ist jetzt per se auch niemand, wo man direkt an Nachhaltigkeit denkt, aber sie machen es. Ja, sie haben sich sozusagen selber die Ziele auch aufgesetzt und setzen die peu à peu um und kommunizieren das auch peu à peu. Also insofern, jetzt mal ein Beispiel, jetzt nicht ein Startup wie Einhorn oder so oder Flixbus, sondern auch ein
gestandenes, großes Unternehmen, was sozusagen auch sich dem Thema angenommen hat, jetzt natürlich nicht so krass kommuniziert wie eine Einhorn, ja, oder auch ein Flixbus, das ist, die Unternehmenskultur ist ja gar nicht da dafür, aber zumindest gehen sie es an und sie kommunizieren nur das, und das ist immerhin auch gut, was sie auch wirklich umsetzen. Also auch, wenn man ein größeres Unternehmen ist, auch gerne mal reingucken, wie sie es machen. Und last but not least habe ich jetzt mal noch ein, in Anführungsstrichen, nachhaltiges Unternehmen genommen, First Solar, bekannt für seine Solarmodule. Denkt man ja erstmal, das ist ja eh nachhaltig, ja. Also Solarmodule bauen, habe ich ja kein Problem dann mit der Kommunikation. Aber auch da gibt es einen Unterschied, ja. Und das Gleiche werden sie bei Batterien haben, das Gleiche wird es in der Elektromobilität geben und so weiter. Worauf First Solar gebaut hat in der Kommunikation, weil es eigentlich auch ein Nischeprodukt war, ist sozusagen zu sagen, hey, wir investieren extrem viel Geld in auch in Research, also Forschung und Entwicklung, weil wir wollen den geringsten Fußabdruck, CO2-Fußabdruck in unseren Produkten. Und genau das haben sie gemacht. Sie haben im Prinzip ihre Produktion und alles so optimiert, dass diese Module im Vergleich zu anderen, also zu allen anderen Modulen weltweit, den absolut geringsten CO2-Fußabdruck haben. Warum erzähle ich das? Es hat dann wieder so einen regulatorischen Aspekt auch, weil es gibt nämlich Länder wie Frankreich, die, wenn Solarparks gebaut werden, sagen, hey, es dürfen nur Solarmodule genommen werden, die den geringsten CO2-Fußabdruck haben. Ja? Da geht es nicht darum, welches Modul ist sozusagen das preiswerteste und dann kommen sowieso die Chinesen, sondern es geht in Frankreich darum, welches Modul hat den geringsten CO2-Fußabdruck. Super Sache. Werden sicherlich noch andere Länder auch einführen, ja. Und damit hat man dann natürlich als Unternehmen, wenn man das schon lange auch lebt und kommuniziert, ganz klar auch einen Marktvorteil. Deswegen habe ich die jetzt mal kurz mit reingenommen. So, bin auch jetzt gleich am Ende, sodass wir noch ein paar Minuten haben für Fragen. Fazit, klar, es muss das, was wir uns vornehmen oder das, was Sie sich vornehmen als Unternehmen, in der Strategie, mit Zielen, mit Werten und der Kommunikation muss übereinstimmen. Ja, es muss am Ende, muss jeder sagen, jawohl, das, was wir uns vorgenommen haben, ist auch umgesetzt worden und wir können das jetzt toll kommunizieren. Immer wieder auch Zwischenschritte zeigen. Ja, es kann auch mal sein, dass man sich was vorgenommen hat und es aber nicht erreicht, nicht in der Zeit erreicht, dass die Milestones nicht erreicht werden oder dass man nochmal eine kurze Biege machen muss, weil es nicht ganz so funktioniert. Kein Problem. Einfach kommunizieren, auch kommunizieren, warum vielleicht. Es wird jeder verstehen und es ist ehrlicher, als wenn man schweigt und nie wieder zu dem Thema irgendwas sagt. Was einem dann später auch wieder auf die Füße fallen kann. Und natürlich, das hatten wir vorhin schon, die Geschäftsführung muss man eingebunden sein. Ohne die Geschäftsführung läuft es nicht. Es muss ein Reporting-System sein. Wer auch immer dieses Thema übernimmt, ist am Ende wahrscheinlich eine Kombination aus verschiedenen Abteilungen. Aber die Geschäftsführung muss dahinter stehen, muss mitgenommen werden. Ich glaube, brauchen wir jetzt nicht weiter ausführen. Wichtig ist es auch, wenn man zu dem Thema sich positioniert, wenn man Artikel schreibt, wenn man jemanden sprechen lässt, wenn man Stories macht, ja, all diese Sachen. Nehmen Sie jemanden aus dem Unternehmen, der auch dann einen professionellen Umgang mit Journalisten hat, der auch ein guter Sprecher ist, der gut ankommt. Machen Sie ruhig ein Medientraining, warum nicht? Ja, ganz viele Sachen, die man dabei beachten muss. Sonst, wenn es dazu Fragen gibt, gerne nochmal mich direkt anschreiben. Storytelling auch immer gut. Gerade jetzt, wie gesagt, muss wahr bleiben. Gerade auch in Sachen Klimaschutz, weil es natürlich auch teilweise ein trockenes Thema ist. Aber wirklich out of the box denken, wie kann ich das jetzt so verpacken, dass das irgendwie... Ja, dass es Aufmerksamkeit errät, dass es nett gelesen, dass es nett aufbereitet wird und so weiter, ja. Dazu sind dann natürlich auch Agenturen da, um Ihnen zu helfen, aber auf jeden Fall dran denken. Auf gar keinen Fall ideologisch werden oder moralisieren, ne? Ist auch, glaube ich, klar, also niemals den Zeigefinger erheben, weil man weiß nie sozusagen, was im eigenen Unternehmen vielleicht mal passiert oder wie gesagt, ob man selber alle Ziele einhält, also lieber und auch kein Bashing, ja, nicht beim Wettbewerber irgendwie ein Bashing betreiben, fällt in der Regel auch auf die Füße. Never ever.
Visualisierung hatten wir auch schon, geht so ein bisschen mit dem Storytelling ein. Nettes Filmchen, nette Infografik ist immer besser, als wenn man irgendwie einen drögen Text hat. Und ganz, ganz, ganz wichtig, wenn man das Thema aufnimmt, wenn das Thema im Unternehmen wichtig ist, wenn man die Geschäftsführung an Bord hat, Ressourcen, ja, das noch on top sozusagen, ist in der Regel nicht machbar. Fragen Sie nach Ressourcen, ja, sei es Mitarbeiter, sei es Geld, was auch immer. Also es muss in irgendeiner Form auch ein gewisses Standing haben im Unternehmen. So nebenbei das laufen zu lassen, funktioniert aus Erfahrung in der Regel nicht. So, damit bin ich eigentlich jetzt auch am Ende. Super. Und, ja, wenn noch Fragen sind, gerne. Ja, wir haben sehr viele Fragen. Ich habe mich jetzt erstmal zurückgehalten, damit wir im Zeitfenster bleiben können. Ich weise jetzt schon mal darauf hin, dass man auch nachher noch im Slack Fragen stellen kann. Wir beantworten das gerne oder leiten das an Doreen weiter. Genau, aber ich fange mal an, einfach die Fragen hier nach und nach einzubeziehen. Eine hatten wir von Frank. Unternehmen können sich ja viele Klimaziele setzen, aber wer kontrolliert wirklich, ob die Zahlen stimmen und glaubwürdig sind? Und wahrscheinlich auch, wie bindet man das wieder in die Kommunikation an? Also ob da jemand nochmal drüber geschaut hat. Naja gut, also wenn ich zum Beispiel, manche Sachen sind natürlich nicht so einfach nachzuvollziehen. Wenn ich eine Regel habe, dass keiner mehr im Unternehmen innerhalb Deutschlands fliegt, sondern nur noch den Zug nimmt, nehme ich jetzt mal als Beispiel, ja, dann kann man natürlich irgendwann kommunizieren, hey, wir haben dieses Jahr so und so viel CO2 eingespart, weil nämlich keiner in unserem Unternehmen geflogen ist. Natürlich ist das schwer zu beweisen. Also wenn da jemand wirklich ganz, also ja, kann man natürlich nachweisen, dass man nur Zugtickets hat und bei der Buchhaltung nachfragen, dass ja kein Lufthansa-Ticket gebucht worden ist. Ist ein bisschen schwierig, aber in der Kommunikation wiederum einfacher, weil man immer auch über diese CO2-Einsparung oder auch über Storytelling, ja, zum Beispiel Mitarbeiter, die sagen, hey, wisst ihr was, ich finde das sogar ziemlich cool, nur noch Zug zu fahren. Früher bin ich immer nach Frankfurt geflogen von Berlin, jetzt kriege ich viel mehr Sachen irgendwie weggeschafft im Zug, weil ich habe da Ruhe und kann da 4 Stunden arbeiten. Hey, soll er das doch mal posten oder eine Story, eine kleine Story draus machen mit einem Bild. Also man kann, ich glaube, die Kommunikationsmöglichkeiten von den Maßnahmen, die man im Unternehmen sich auferlegt, ich glaube, die sind unendlich. Ja? Deswegen gehe ich da jetzt auch nicht zu weit rein. Was natürlich schwierig ist, klar, man kann nachweisen, dass man einen Ökostromvertrag hat. Man kann, wenn man in Erneuerbare investiert, ich meine, das kann man alles nachweisen. Ja? Und am Ende kann man aber, und dafür gibt es ja, ich weiß nicht, da kannst du vielleicht nochmal was sagen, Lara, gibt es ja genug Unternehmen, wo man auch die CO2 kompensieren kann. Also ich meine, da seid ihr ja jetzt eigentlich auch so ein bisschen, kommt ihr ja da rein. Ne? Wie kann man das als Unternehmen nachweisen? Ja, also von unserer Perspektive wäre es eben nicht nur das Ausgleichen, aber da bekommt man eben das allermeiste Mal ein Label mit dazu und kann das mit angeben. Und bei Reduktionsmaßnahmen würde ich da auch eben einfach darauf hinweisen, dass man hier Verträge abgeschlossen hat mit wirklich 100% Ökostromanbietern oder eben die Mobilität für die Mitarbeiterinnen umstellt und so weiter. Ich glaube, da passt eine Frage ganz gut noch mit dran, und zwar, wie kann man denn die Mitarbeiterinnen am besten mit einbeziehen? Also wenn man das ganze Thema Nachhaltigkeit wahrscheinlich mehr angeht, aber eben auch in die Kommunikation das einbringt. Du hast gerade Filmchen machen gesagt, ganz gut. Also das fand ich einen guten Hinweis. Ja. Oder genau, also natürlich Meeting, also erstmal ein gewisses, Town Hall Meeting vielleicht mal zum Thema, aber eine Umfrage, mal schauen, wie überhaupt die Mitarbeiter, das kann man jetzt nicht pauschal, würde ich jetzt nicht pauschal ja, sagen können, weil ich die einzelnen Unternehmen da jetzt nicht kenne und auch jetzt nicht weiß, wer die Frage kommt, aber natürlich sollte man ein Format suchen, wo man erstmal auch alle vielleicht mitnimmt, ja, oder der erste Schritt wäre erstmal, sich als Unternehmen mit der Geschäftsführung zu überlegen, was wollen wir machen, was sind eigentlich unsere Ziele, so die dann idealerweise teilen oder diskutieren mit der Belegschaft. Und dann, natürlich hat man schon einen gewissen Plan, wie man es umsetzt, aber wenn dann noch ein bisschen Input aus der Belegschaft kommt, warum nicht, ja? Warum kann man nicht sagen, hey, pass mal auf, als Goodie kriegt ihr alle, machen wir so eine Art, ist natürlich nur, wenn man in Berlin oder in Frankfurt wohnt, so eine Art Carsharing, bei WeShare, so ein Corporate Account auf und jeder kann, oder so ein Fahrrad, da gibt es ja so ein Fahrraddeal,
Wie gesagt, ich glaube, Lara, da habt ihr vielleicht mehr Infos, was man da machen kann. Da stecke ich jetzt nicht so tief drin. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten, auch die Mitarbeiter da mitzunehmen und zu incentivieren. Was die Story, was jetzt eher mein Metier ist, aus jeder Sache kann man was machen. So, sagen wir es mal so, wenn Unternehmen oder wenn Mitarbeiter stolz sind auf ihr Unternehmen, in dem sie arbeiten oder auch gerne dort arbeiten, dann sind sie auch gerne bereit zu kommunizieren. Social Media Social Media Workshop, ja, oder Schulung, wie kann ich das nutzen, wie profitiere ich davon als Mitarbeiter und auch, und dann sozusagen auch regelmäßig so ein paar Themen vorgeben, teilen. Wie gesagt, aufgrund der Zeit gehe ich da jetzt nicht zu sehr in die Tiefe, da gibt es wirklich zahlreiche Methoden, Mitarbeiter mitzunehmen. Auch hier, es wird nicht von heute auf morgen passieren, das ist natürlich ein Prozess, aber es ist leichter, als Sie denken, glaube ich. Ja, danke schön dazu. Das stimmt tatsächlich. Also wer sich für Maßnahmen für Mitarbeiterinnen interessiert, da helfen wir sehr gerne weiter. Und Doreen bestimmt auch in der Tiefe für Kommunikationsstrategien für die Mitarbeiterinnen. Ich würde die letzte Frage aussuchen, falls jetzt nicht noch ein, zwei dazukommen. Und zwar eigentlich passend so zum ganzen Overall-Thema und der Überschrift von heute. Du hast von Authentizität gesprochen. Was versteht man genau darunter oder wie kann ich das darstellen, messen? Wie authentisch ich denn bin? Also ich glaube, messen kann man es in Form der Resonanz im Markt, ganz einfach. Also wie viele Kunden habe ich, wie viele Kunden gewinne ich vielleicht, wie viele Kunden bleiben bei mir. Ja? Wenn ich, nehme mal das Beispiel Stadtwerke. Ja? Die Stadtwerke, die jetzt versuchen, relativ schnell und zügig umzudenken und sagen, okay, ich biete meinen Kunden Regionalstrom zum Beispiel an, ja, den, mit dem sie sich auch identifizieren können, werden kurzfristig natürlich erstmal investieren müssen, aber sie werden mittel- und langfristig davon profitieren, weil die Kunden natürlich eher etwas nehmen und auf was setzen, was sozusagen aus der Region kommt, was sie kennen. Und das Gleiche gilt im Prinzip für jedes Unternehmen. Es geht nicht immer nur um die Messung, es geht wirklich darum, wie binde ich Kunden mittel- und langfristig. Und ich glaube, dazu brauchen wir nicht mehr Statistiken oder nicht mehr Studien, als schon existieren. Der Trend geht einfach dahin, dass die Leute auf nachhaltige Geschäftsmodelle setzen. Dass sich Startups auch eher Ventures suchen, die vielleicht Klimaschutz schon so ein bisschen in ihre Vision geschrieben haben, dass sie sich nicht den dreckigsten Venture suchen. Ich meine, das sind alles so Sachen, die würde ich jetzt mal als gegeben sehen, ja. Und dann, man kann es nicht immer direkt messen, aber man kann es schon dann im Umsatz, Kunden und so weiter. Ich glaube schon, dass man das messen kann am Ende. Ja, lieben Dank. Du hattest auch am Anfang gesagt, dass man ja sehr schnell auch Feedback bekommt, also eben auch über Social Media oder von den wahrscheinlich eigenen Mitarbeiterinnen oder wenn man eben auch offen nachfragt, vielleicht auch im Newsletter oder so, dass man ein bisschen das Feedback einholen kann, wird man als authentisch wahrgenommen oder sind da Problemfelder? Also auf Social Media auf jeden Fall. Wenn man natürlich wie gesagt, man sollte, bevor man jetzt irgendwie rausblastet, wir sind irgendwie das nachhaltigste Unternehmen, ja, oder wie Vattenfall, wir begrünen alle Berliner und Brandenburger, wo man denkt so, hä? Sollte man, wenn man sich überlegt hat, wie man es machen will und was für Maßnahmen hat und dann irgendwann anfängt zu kommunizieren, dann wird man relativ schnell Feedback kriegen. Also wie gesagt, durch Mitarbeiter, durch Kunden, die finden das ja toll oder die bekräftigen das im Zweifelsfall auch nur. Ja? Und nur wenn es vielleicht nicht ganz wahr ist, sondern es gilt die Regel natürlich nicht zu kommunizieren, bekommt man das auch. Oder man bekommt Fragen, seit wann macht ihr das? Und, oder man, viel besser noch, wenn man, ein Klamottenhersteller ist, der sagt, unsere Sachen sind nachhaltig produziert, dann kann es durchaus sein, dass die Unternehmen auf den Sozialkanälen fragen, ja, beweist es doch mal oder wo produziert ihr denn oder wie ist euer CO2-Fußabdruck? Man muss natürlich auf diese Fragen vorbereitet sein, ganz klar. Also man kann nicht nur sagen, hey, wir sind nachhaltig, sondern muss dann auch gegebenenfalls nachweisen können, wie viel CO2 spart man ein, ist man sozial auch dann, da geht es dann eher in die Nachhaltigkeit, nicht um den Klimaschutz, produziere ich auch nicht in China oder in Taiwan oder, und so weiter. Das sind ganz klar, das sind Fragen. Das ist übrigens auch der Grund, warum
Ganz oft, so unsere Erfahrung auch, Klimaschutz in Vorständen zum Beispiel oder in Geschäftsführung ist gewollt, aber die können teilweise nicht sofort komplett die Wertschöpfungskette oder die Lieferkette ändern. Ne? Das ist natürlich ein Problem. Wenn ich, ich will nachhaltig sein, ich habe mich den SDGs verschrieben, aber meine Zulieferer sind es nicht. Natürlich gibt es auch da Hebel. Ich kann jetzt nur einen Hebel aus der Großindustrie nennen, wie gesagt, bei Textilien. Also ganz langsam zusammenfassen. Ich glaube, Entschuldigung, genau. Wir kommen gerade in. Noch ein Beispiel, genau, zwar, gerne. Womit jeder, glaube ich, assoziieren kann: Autos. Ja? Ich meine, wir kennen alle das Thema grüner Stahl, Wasserstoff, Automobilindustrie. Stahlindustrie hat sich lange, lange, lange verweigert, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. Ja, CO2, also größter CO2-Emitter oder einer der größten schlechthin. So, von alleine würden sie nie und nimmer auf grünen oder auf Wasserstoff, grünen Wasserstoff umstellen. Warum stellen sie jetzt auf grünen Wasserstoff um? Warum beschäftigen sie sich mit dem Thema? Weil ihre Kunden, nämlich die Automobilindustrie, sagen, hey, wir wollen grüne Autos. Ja, Elektro, aber auch grünen Stahl für die Produktion der Autos. Das ist der einzige Grund, warum im Prinzip die Stahlhersteller sagen, ja Mist, jetzt muss ich mich ja doch mit dem Thema beschäftigen. Es war teuer, aber irgendwie muss ich da an das Thema ran, weil sonst brechen mir meine Kunden weg. Ja. Und das gilt im Ende für jede Industrie und das muss man immer im Kopf haben. Ja. Ja, danke. Ich nehme das einmal als Abschlusswort. Ich merke schon, wir haben wirklich viel Potenzial, um nochmal ein zweites Webinar zu machen. Ich kann an der Stelle noch auf Doreens Podcast hinweisen, Let's Talk Change. Den findet ihr auch auf Spotify. Dort interviewt sie auch Innovatorinnen aus dem Gebiet Cleantech, Politik und Klimaforschung. Also sehr spannend, wer noch mehr zu den Themen wissen will. Also Doreen sprudelt da vor Ideen, was sie alles noch mit euch teilen könnte. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr alle heute dabei wart. Wir sind ein bisschen mehr über die Zeit gekommen, aber ich hoffe, ihr hattet eine inspirierende Mittagspause. Tretet gerne dem Slack bei, diskutiert hier weiter oder stellt uns Fragen. Ihr könnt uns auch auf LinkedIn folgen und dort tagesaktuell Informationen bekommen, die ihr dann auch auf unserem Blog, dem Climate Magazin, wiederfindet. Oder ja, in Anregungen an das heutige Webinar schickt uns gerne Feedback. Ihr bekommt morgen dazu noch eine E-Mail und was wir noch alles verbessern können. Da freuen wir uns natürlich auch, wenn wir das die Webinare immer weiter so gestalten, dass ihr euch freut, dabei zu sein und wir gemeinsam noch mehr lernen können. Genau, und an der Stelle ganz lieben Dank, Doreen, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dabei warst und an alle Zuschauerinnen, die so aktiv mitgemacht haben und Fragen gestellt haben. Gerne. Ganz lieben Dank. Prima, dann danke ich und bis bald. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao.